Einen wunderschönen guten Tag. Paula und ich haben uns gedacht, wir machen heute mal einen Ausflug. Der Ort hier nennt sich Aira do Cerrado, glaube ich. Irgendwie so wird es ausgesprochen. Und das hier ist so eine, naja, ich sag mal so eine Plattform. Du hast hier so einen riesigen Viewing Point, wo du dich hinschillen kannst und in die Berge gucken kannst, aber auch Restaurants und so ein Kram. Und wir dachten, wir nehmen euch einfach mit und drehen daraus einen kleinen süßen Vlog. Also, das hier ist gerade mal der Ankunftsplatz. Und hier hat man schon die absolut krasse Aussicht, die Berge runter ins Bergtal. Mega nice. Und jetzt gibt es hier zwei Wege. Einmal da hoch, das dauert knapp eine halbe Stunde. Und einmal runter in so ein Dorf, das dauert irgendwie anderthalb Stunden. Und ihr wisst ja, ich bin Gamer, also nehme ich den mit der halben Stunde. So, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht so viele Windgeräusche. Und der Bus-Sound nervt ein bisschen, aber das hier wollte ich euch zeigen. Guckt euch mal diese Frau an. Hier, geil, ne? Ja, so, komm, wir gehen. So, jetzt gibt es hier zwei Wege, einmal links, einmal rechts. Wir nehmen den rechten? Yes. Yes, okay, weil der Taxifahrer sagte, der hier wäre der, der 30 Minuten dauert. Deswegen gehen wir jetzt mal hier hoch und gucken mal, wohin es uns führen wird, Freunde. Es ist auf jeden Fall ziemlich frisch. Ich habe natürlich mal wieder keinen Pulli mitgenommen. Man kennt ihn. Wir sind oben angekommen. Es hat auf jeden Fall keine halbe Stunde gedauert, 15 Minuten oder was. Dann waren wir hier oben. Ich bin noch ein bisschen außer Atem, aber es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gelohnt. Ich zeige euch jetzt mal die Aussicht. So, hier oben war mega geil, aber wir gehen jetzt wieder runter, denn es wird ziemlich, ziemlich kalt. Ich weiß noch nicht, ob wir den anderen Weg noch gehen, weil der jetzt leider nur noch in der Schattenseite liegt sozusagen. Oder auf der Schattenseite. Und tja, ich Idiot, habe leider nichts mitgenommen. Ich denke, dann gehen wir hier nochmal hin. Aber ich glaube, alleine diese Bilder ist schon wieder ein Vlog wert. Nebel zieht auf. Sieht aus wie in so einem Horrorfilm, Mann. Richtig nice. Und hier ist jetzt noch so ein Restaurant und da gehen wir jetzt noch was Leckeres essen. Wenn das Essen nur halb so gut ist wie der Ausblick, dann bin ich zufrieden. Essen ist da. Yeah, lass dir schmecken, mein Schatz. Im Übrigen war die Suppe schon enorm gut und jetzt bin ich sehr gespannt auf dieses Steak. Ich muss sagen, das Steak war okay. Es war okay. Konnte man gut essen. Du hast aufgegessen, ich nicht. Tatsächlich. Die isst mehr als ich. Könnt ihr euch das vorstellen? Wirklich. Na? Kalt? Bisschen. Es ist frisch geworden jetzt. Wir warten jetzt hier aufs Taxi. Holt uns jetzt hier ab. Und dann fahren wir den ganzen Weg da wieder runter. Ab in die Stadt. Dann holen wir noch was zu knabbern. Und gucken, was wir noch so machen in der City. Guckt euch mal an, wie krass das da aussieht. Als wäre der Berg in so Zellophanfolie eingehüllt. Hast du was gefunden? Hat was, ne? Ja, Flecken. So, was geht ab? Es ist schon der nächste Tag. Ich bin, sehr lange wach jetzt schon. 10 Minuten. Jedenfalls, deswegen sehe ich auch so zerzaust aus. War das der Vlog? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch würde mich sehr, 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 sehr freuen. Ansonsten schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Die Livestreams sind immer ziemlich cool. twitch.tv/ranzratte-live. Instagram oder Twitter ist @ranzratte. Und ich würde mal sagen, Daumen hoch für Kaffee.